hier werde ich in den nächsten Wochen wohnen. Ich bin in Berlin. Es ist Mai 1990. Vor einem Jahr habe ich ein Notizbuch gefunden. Das ist der Anfang meiner Geschichte. Clara Westphal, geborene Mendelssohn. Stellen aus meinem alten Gedenkbuch abgeschrieben, als ich es Emmchen zu ihrer Einsegnung schenkte, im April 1906. Sie sagen, der Weltweise bete nicht, wenigstens nicht laut, nicht mit Gesang, sondern höchstens in Gedanken. Beste Sophie, wenn seine Stunde kommt und er zum Beten gesinnt ist, wird er wieder seinen Willen in Wort und Gesang ausbrechen. Der gemeinste Mensch, dünkt mich, singt nicht, dass Gott ihn höre und an seinen Melodien Gefallen finde. Wir singen unsrethalben und das tut der Weise so gut als der Tor. Moses Mendelssohn. Clara, das war die Großmutter meiner Großmutter. Moses war ihr Urgroßvater. Gewusst habe ich bis vor kurzem über beide kaum etwas. Moses war Jude und in seiner Zeit ein berühmter Philosoph. Es gibt viele Bücher von ihm und über ihn. Clara hat außer ein paar Briefen nichts geschrieben. 7 Kinder hat sie gehabt. Hat Clara Geschichten über Moses von ihren Eltern erzählt bekommen? Geschichten, die noch nicht in Büchern standen? Wann fängt es an, dass man von dem davor nichts mehr weiß? Erster Drehtag. Es ist Montag. Seit Tagen ist der Deutschlandvertrag Thema Nummer 1 in den Nachrichten. In Berlin hat es wieder Grabschändungen gegeben. Am Freitag protestierte die französische Nationalversammlung gegen die Schändungen in Carpentras. Und heute früh habe ich gelesen, dass sich in Südafrika eine Gruppe von Weißen bewaffnet hat für den, wie sie es nennen, Heiligen Krieg gegen den schwarzen ANC. Wir, Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden, König in Preußen, tun kund, dass von nun an und zu ewigen Zeiten in unseren allhiesigen berlinischen Residenzien nicht mehr als 120 bemittelte jüdische Familien geduldet, denselben nicht mehr als 250 jüdische Domestiken beiderlei Geschlechts gestattet, alle übrigen aber aus der Stadt und unseren sämtlichen Landen geschafft werden sollen. Ungefähr aus der gleichen Richtung muss Moses nach Berlin gekommen sein. Aus Dessau in Sachsen, das war Ausland. Zum Hallischen Tor haben sie ihn wahrscheinlich nicht hereingelassen und auch nicht zum Potsdamer Tor. Vielleicht ist er an der Mauer entlang gelaufen, durch den Tiergarten über die Spree bis zum Rosenthaler Tor, das war für seinesgleichen. Wie muss sich einer wohl gefühlt haben, der ankommt bei so einem Tor? Wahrscheinlich tagelang gelaufen, 14-jährig, des Deutschen kaum mächtig, bucklig, gestottert hat er auch, keinen Pfennig in der Tasche, keine Familie in der Stadt. Hat er gewusst, dass solche wie er gar nicht zugelassen sind, wieder ausgewiesen werden? Tag. Tag.
Wer er sei, was er will, soll ihn der Torhüter gefragt haben. Lernen soll Moses geantwortet haben. Er kommt herein und bleibt bis zu seinem Tod und wird einmal der Stadt angesehenster Philosoph sein. Aufenthaltserlaubnis für die Bundesrepublik Deutschland einschließlich des Landes Berlin für Hüseyin Tayfun Bademsoy bis zum 4. April 1979. Arbeitsaufnahme erlaubt, wenn Arbeitserlaubnis vom zuständigen Arbeitsamt erteilt worden ist. Zuzug in die Bezirke Kreuzberg, Tiergarten und Wedding nicht gestattet. Moses Mendelssohn an Sophie Becker. Die Philosophie soll mich glücklicher machen, als ich ohne dieselbe sein würde. Und dieser Bestimmung muss sie treu bleiben. Solange sie eine gute Gesellschafterin ist und mich auf angenehme Weise unterhält, bleibe ich bei ihr. Sobald sie vornehme, frostige oder gar saure Gesichter macht und üble Laune bekommt, lasse ich sie allein und spiele mit meinen Kindern. Ziemlich epikurisch werden sie sagen. Es kann sein. Eine Philosophie, die mich missmutig gegen andere Menschen oder gegen mich selbst gleichgültig, gegen Empfindungen des Schönen und Guten frostig machen will, ist nicht die meinige. Ich freue mich mit jedem Religionsgebrauch, der nicht zu Intoleranz und Menschenhass führt. Freue mich wie meine Kinder mit jeder Zeremonie, die etwas Gutes und Wahres zum Grunde hat. Suche das Unwahre so viel als möglich abzusondern und schaffe nichts ab, bevor ich dessen gute Wirkung nicht durch etwas Besseres zu ersetzen imstande bin. Meine Reise fängt am Ende an, große Hamburger Straße. Irgendwo hier war Moses begraben. Sein Grab gibt es nicht mehr. Ich bin ja auch damals schon immer drüber gegangen, denn ich hatte immer Hunde und bin hier auch immer drauf spazieren gegangen. Dieser Weg bestand ja auch damals schon. 1943, wie dann die Gestapo hier drauf war, na, dann hat die das als richtigen Sammelplatz genommen, auch für die sympathisierenden Bürger. Da hat sich dann niemand hier mehr so richtig hingetraut, bis nachher die Straßenschlachten kamen. Und dann wir die Toten hier verbuddeln mussten, weil sie erst mal weg mussten. Als die Gestapo hier die Transporte abbrach, weil ja nun jetzt die Straßenkämpfe und die Tiefflieger hier über Berlin gingen, da haben sie sich hier einen Graben gebuddelt und das nannten sie Splittergraben, weil eben die Bomben umherfielen und sie sich da drinnen dann verbargen bzw. in Deckung gingen. Und da sie hier kein anderes Material hatten, haben sie natürlich auch die Grabsteine dafür verwendet, denn so ein Graben muss ja abgestützt werden, sonst fällt er ihnen zusammen. Dann können sie sich nicht mehr drin verbergen, sondern werden gleich mit eingebuddelt. Das erste jüdische Altersheim war hier vorne, wo jetzt der schwarze Stein steht zur Erinnerung. Und in dem Altersheim ist 1942 die Gestapo eingezogen und hat da die jüdischen Bürger zusammengetrieben. Und bis ein so ein Transport nur zusammen war, wirklich zusammen war, hat es so circa 4 Wochen gedauert. Und da hatte ich die Gelegenheit, meinen Bekannten, deren auch ein jüdischer Bürger, ein Halbjude war, konnte ich ihn alle Tage noch sehen. Und was ist mit Ihrem Bekannten passiert?
Ja, der ist mit. Der musste eben mit. Die sind eben alle auf LKWs geladen worden. Ich habe ihm noch ein bisschen zugewinkt. Aber dann waren sie um die nächste Ecke, waren sie dann weg und meinen Blicken entschwunden und habe nie wieder was gehört. Aber ich bin eben gerne hier, weil es eben grün wird. Immer wieder, man sieht den Frühling immer wieder kommen. Die Kastanien schlagen dann aus. Im Sommer wird er gesprengt bis zum Gehtnichtmehr. Das hören wir dann schon ganz früh. Na, dann wissen wir, dass unser Garten gepflegt wird. Für uns ist es der Garten. Frau Tomaszewski habe ich bei den Recherchen kennengelernt, zusammen mit dem Steinmetz Karlo Vloch. Damals sah die Mauer noch anders aus. Die Steine müssen restauriert werden, hatte er mir erklärt, sonst zerfallen sie noch ganz. Dann kommen sie in ein Museum und hier kommen Kopien hin. Er hat mir auch erzählt, dass Moses einen neuen Stein bekommen soll, Kopie seines alten Grabsteines. Das Geld dafür war dann doch nicht da, anderes war wichtiger. So bin ich vom Zuschauer zum Beteiligten geworden und habe das Geld in der Familie zusammengesammelt. Moses Stein ist in Arbeit und nun ist auf einmal das Geburtsjahr nicht mehr sicher. Ergebnis ist, also dass wir uns jetzt darauf geeinigt haben, das Datum zu nehmen, was bekannt ist. Also traditionell alte. Bekannt, ja. Kein Mut. Kein Mut. Also eigentlich finde ich, dass ich im Grunde nicht die Entscheidung treffen kann. Ja, so sieht's ja. Gut, ich muss irgendwie auch dahinter stehen können, aber irgendwie finde ich dann, dass zum Beispiel jemand wie der Rabbi mehr kompetent ist, da eine Entscheidung zu fällen. Ne? Sicher. Wir hauen es ja nun, jetzt wird es in Stein geschlagen und jetzt ist vorbei. Jetzt können wir nur noch alles wieder abschleifen, wenn jetzt irgendeiner noch eine andere Idee hat. Aber dann wird es knapp mit der Zeit. Vielleicht hat das auch selber gar nicht gewusst, wann er geboren war. Ja, ich weiß nicht, wie das früher üblich war, aber es könnte schon sein. Ich hau ihn jetzt jedenfalls. So. Okay, hauen Sie ihn jetzt rein. Der ist schön.
Als Gott mir nun Knaben verlieh und die Zeit herankam, sie in der Tora zu unterrichten und ihnen die lebendigen Worte Gottes einzuschärfen, wie sie in der Heiligen Schrift gegeben sind, fing ich an, die 5 Bücher Moses in ein reines, regelrechtes Deutsch zu übersetzen, wie es in unseren Tagen gebräuchlich ist, zum Nutzen dieser kleinen Knaben. Josef und Henriette, Marianne und Alexander Mendelssohn, Sohn und Enkel Moses, Eltern und Großeltern Claras. Josef hat das Bankhaus gegründet. In Absicht auf seine künftige Lebensart haben wir noch nichts bestimmt. Ich bin noch immer ungewiss, wozu ich ihm raten soll. Seine Talente und guten Anlagen zu den gründlichen Wissenschaften lassen in diesem Fache etwas Vorzügliches von ihm erwarten. Als Jude aber kann er bloß Arzneikunst treiben. Und zu dieser hat er weder Lust noch Genie. Er macht es allenfalls, wie sein Vater es hat machen müssen. Stümpere sich durch, bald als Gelehrter, bald als Kaufmann. Ob er gleich Gefahr läuft, keines von beiden ganz zu werden. Schreiben an den Herrn Diakonus Lavater zu Zürich. Sie haben für gut befunden, des Herrn Bonnets Beweise für das Christentum mir zuzueignen und mich vor den Augen des Publikums in der allerfeierlichsten Weise zu beschwören, diese Schrift zu widerlegen oder die Religion meiner Väter zu verlassen. Man muss gewisse Untersuchungen irgendeinmal in seinem Leben geendigt haben, um weiterzugehen. Ich darf sagen, dass dieses in Absicht auf die Religion schon seit etlichen Jahren von mir geschehen ist. Ich habe gelesen, verglichen, nachgedacht und Partei ergriffen. Nach den Grundlagen meiner Religion soll ich niemand, der nicht nach unserem Gesetz geboren ist, zu bekehren suchen. Alle unsere Rabbinen lehren einmütig, dass die schriftlichen und mündlichen Gesetze, in welchen unsere geoffenbarte Religion besteht, nur für unsere Nation verbindlich seien. Wir sollen nicht Missionen nach beiden Indien oder Grönland senden, um diesen entfernten Völkern unsere Religion zu predigen. Also die waren ja alle evangelisch, ne? Ja. Die waren alle getauft, ne? Ja. Schon deren Eltern. Schon deren Eltern waren getauft. Aber deren Großeltern waren noch nicht getauft. Wer war denn deren Großeltern? Alexander und Marianne waren nicht getauft. Ja. Und die sind aber beide, das wisst ihr, auf dem jüdischen Friedhof. Also Alexander und Marianne. Auf dem jüdischen Friedhof zusammen mit Josef und Henriette. Das ist ein Grab mit 4 Grabstellen. Siehst du, dann wären die doch nicht getauft gewesen. Das ist ja ein Beweis anscheinend. Also Claras Eltern waren noch nicht getauft. Hm. Aber Clara selbst, ja. Aber ihr habt als Kinder oder Jugendliche wurde da irgendwie... Gar nicht drüber gesprochen. Unsere Eltern waren zwar getauft und Protestanten, aber machten davon sehr wenig Gebrauch.
ging nicht regelmäßig zur Kirche und so. Darüber wurde nie gesprochen. Mein Vater war ein großer Verehrer der jüdischen Begabung, besonders auf dem musikalischen Gebiet. Aber über das Judentum, dass das auch mal eine Familie, die herrschende Religion war? Das war kein Gesprächsthema. Das war kein Gesprächsthema. Weißt du, man verehrte ja auch die Figur von Moses Mendelssohn in dem Lichte von Lessing, in dem Lichte seines Theaterstückes Nathan der Weise, nicht wahr? Das allgemein hoch verehrt wurde und ich habe das Stück auch zwei- oder dreimal gesehen mit den verschiedenen prominenten Schauspielern, die den Nathan spielten und die anderen Rollen. Ein wunderbares Stück und auf diesem Standpunkt des Nathans, das war für sie eben auch als Jude ein prominenter, überragender Geist. Nicht nur geisteswissenschaftlich, sondern auch eben, wenn du willst, religiös. War es dann nicht umso merkwürdiger, dass plötzlich die Frage des Judentums mit dem Nationalsozialismus wieder ganz hoch kam? Ja, das war außerordentlich merkwürdig, aber man betrachtete das als ein Schicksal und zitterte darunter. Es wurden eben alle Juden abgeschafft und später musste ja auch das Bankhaus eigentlich den Namen ändern, weil es ein Gesetz gab unter Hitler, dass nicht nur die Juden verschwinden müssten, sondern auch die Firmen mit jüdischem Namen. Und Mendelssohn war eben... Nun kam mir die merkwürdige Geschichte. Ich war, da ich nicht ganz Jude war, ich war Mischling, konnte man die Bank nach meinem Namen nennen. Also die Bank, es wurde ein wunderschönes Formular im alten da stand drin, das Bankhaus heißt nicht mehr Mendelssohn und Co., sondern von Mendelssohn und Co. Das heißt also nach einem Nicht-Jude. Ja, nach meinem. Die Firma arisierte nicht. Er blieb Inhaber, einziger, glaube ich. Und sie liquidierte. Und das wurde vom Nazi-Regime zugelassen. Heute früh haben die Zeitungen von einem Massaker berichtet. Ein Israeli hat palästinensische Arbeiter erschossen. Er soll geistesgestört sein. In die DDR dürfen Südosteuropäer nur noch mit Einladung reisen. In der letzten Woche sind ca. 4000 Flüchtlinge, vor allem Roma und Sinti, gekommen. Meine Lebensumstände sind von so geringer Erheblichkeit, dass ich Ihren Lesern keine sonderliche Unterhaltung davon versprechen kann. Mir selbst haben Sie so unwichtig geschienen, dass ich nicht das Mindeste davon aufgezeichnet habe. Die Hauptfakte, auf die ich mich besinnen kann, sind ungefähr diese. Ich bin im Jahre 1729 zu Dessau geboren. Unter Rabbi Frenkel studierte ich den Talmud. Nachdem sich dieser gelehrte Rabbi bei der jüdischen Nation großen Ruhm erworben, ward er etwa im Jahre 1743 nach Berlin berufen, wohin ich ihm folgte. All hier gewann ich Geschmack an den Wissenschaften. Übrigens bin ich nie auf einer Universität gewesen, habe auch in meinem Leben kein Kollegium lesen hören. Dieses war eine der größten Schwierigkeiten, die ich übernommen hatte, indem ich alles durch Anstrengung und eigenen Fleiß erzwingen musste. In der Tat trieb ich es zu weit und habe mir endlich durch Unmäßigkeit im Studieren seit 3 Jahren eine Nervenschwäche zugezogen, die mich zu aller gelehrten Beschäftigung schlechterdings unfähig macht.
Die berühmteste Schrift, der Phädon, oder über die Unsterblichkeit der Seele, angelegt an den platonischen Dialog, wurde in vielen Auflagen herausgebracht und auch in vielen Übersetzungen. Im Jahre 1767 erschien dann auch gleich eine zweite Ausgabe in Amsterdam, die in dem schönen alten Ledereinband erhalten ist und auch mit dem alten Vorsatzpapier, Marmorpapier. Das ist schön, ja. Leider hat da jemand das Gesicht vollgemalt von diesen Menschen. Die Bibelübersetzung in Hebräisch geschrieben, wird also von hinten angefangen, enthält den Bibeltext in den großen Lettern, darunter in den ganz kleinen Lettern die Übersetzung. Und hier rundherum ist dann der Kommentar. Der Kommentar stammt von Moses, jedenfalls am Anfang. Und die Typografie entspricht also der mittelalterlichen Tradition. Dann die sogenannte Preisschrift von Moses Mendelssohn, Abhandlung über die Evidenz in metaphysischen Wissenschaften. Die Abhandlung, die er eingereicht hat auf ein Preisausschreiben der Berliner Akademie 1763. Moses bekam den ersten Preis und Immanuel Kant bekam den zweiten Preis. Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen Theologie. A Mademoiselle Fromet Guggenheim in Hamburg, mit lateinischer Schrift geschrieben, und der Brief selbst ist in hebräischer Schrift geschrieben. Aber in deutscher Sprache, ja. Dieses ist das Geschäftsjournal der Firma Isaac Bernhard, beziehungsweise nach dem Tode von Isaac Bernhard führte es seine Witwe weiter, Isaac Bernhards Witwe und Söhne. Dieses Geschäftsjournal hat Moses Mendelssohn geführt, der war ja Prokurist in der Firma. Es fängt im Januar 1779 an und geht bis in das Jahr 1781 und in dem Journal sind die täglichen Geschäfte notiert. Moses Mendelssohn notiert: A dato habe ich im Namen Gottes mit den Herren Brentano, Bovara und Greppi in Hamburg folgende Verabredung getroffen, als deren Haus in Mailand schickt mir für ihren Risiko, also auf ihr Risiko, Seide zu. Nach Empfang der Seide remittiere ich ihnen 2/3 des Werts und genieße davon 5% per anno. Diese Seide versilbere ich teils per Kontant, das heißt in bar, teils auf 6 Monate Zeit gegen 2% der Credere. Und den Avance, also den Vorteil. Sulze an Moses. Mein Verehrter ist der Herr. Die Königliche Akademie hat mir aufgetragen, Ihnen zu hinterbringen, dass Ihr Wunsch ist, Sie als ordentliches Mitglied der philosophischen Klasse zu besitzen. Sie wünscht also und hofft, dass eine solche Stelle, obwohl jetzt von der Hand keine Pension dabei ist, Ihnen nicht zuwider sein möchte. In diesem Fall wird der Vorschlag an den König morgen abgehen. Stehen die Kreditoren, auf der rechten Seite die Debitoren. Hier liefert also Brentano, Bovara und Greppi in Hamburg an das Warenlager der Firma. Moses notiert, erhielt für deren Rechnung von Giacomo Cristoforo Bovara in Mailand folgende Seide zugeschickt, als, und dann wird aufgezählt, der Jude Moses wurde dem König als Mitglied der Akademie vorgeschlagen, heißt es im Sitzungsprotokoll. Das heißt also 3 Ballen, Trame, der König hat den Vorschlag nicht beantwortet. Und so weiter. Es werden die Werte notiert. Und Anlässing, sieht man auch schon, wie bester Freund, ich schicke Ihnen meine philosophischen Schriften, aber ohne einen Brief dazu zu schreiben. Ich befinde mich seit einiger Zeit, dass mir das Lesen und Schreiben völlig untersagt worden ist. Noch diesen ganzen Sommer soll ich so musenlos hinbringen, um unter den wilden Tieren meine Vernunft wiederzusuchen. Leben Sie wohl, mein Freund. Wir lehren und unterrichten einander nur in Schriften, lernen die Natur und die Menschen kennen nur aus Schriften, arbeiten und erholen, erbauen und ergötzen uns durch Schreiberei. Der Prediger unterhält sich nicht mit seiner Gemeinde. Er liest oder deklamiert ihr eine aufgeschriebene Abhandlung vor. Der Lehrer auf dem Katheder liest seine geschriebenen Hefte ab. Alles ist toter Buchstabe, nirgends der Geist der lebendigen Unterhaltung.
Was ich über Clara weiß. Geburtsdatum, Sterbedatum, Name des Ehemanns, der Kinder. Meine Großmutter kann ich nicht mehr nach ihr fragen. Ich weiß nur noch, dass sie ihr besonders nahe gestanden hat. Ja, ich kenne das Bild, ja. Doch, du kennst sie alle. Nur waren sie damals, als wir sie kannten, schon älter und größer. Angefangen hier bei Karl, der war lange Zeit unverheiratet und ging dann auch eine Weile nach Ostasien. Ja, und dann kommt daneben der aufrecht stehende große Mann, der mir immer ein bisschen zu groß vorkommt in dem Bild. Ja, allerdings, da steht doch irgendwas drauf. Ja, nein, der ist erst später reinkopiert worden. Ach, deswegen ist er so groß. Wir waren in Wirklichkeit niedriger, also höchstens so groß wie Tante. Ist das Tante Anna? Nein, das ist Marie. Anna ist eins weiter. Aha, das ist also deine Mutter. Ja, ja, ja. Und dann kommt eben Tante Anna, die hier strickt. Das ist deine Urgroßmutter, nicht wahr? Die haben wir ja, diese hier, haben wir ja relativ selten im Vergleich zu anderen Geschwistern gesehen. Ja. Die war eine sehr selbstständige, charaktervolle Person. Ihr habt aber jetzt jemanden übersprungen, ne? Deine Mutter. Mumi? Mumi war ja schon. Ja, die haben wir aber noch nicht beschrieben. Ach, nicht? Ach so. Die Stehende ist Mumi? Ja. Ja, ja, kann man sagen. Dann haben wir sie übersprungen. Ja, dabei kenne ich die natürlich. Und er kennt sie auch, weil es eine Mutter ist. Am allerbesten. Das war ja eine Schwester meiner Mutter. Und ja, die führte das große Haus in der Herterstraße mit viel Anmut und Gescheitheit, hatte allerdings auch immer einen Stab von Bediensteten zur Verfügung, die alle Arbeiten vorzüglich machten. Ja. Damals, das war ja 43 noch, glaube ich, ja, 43. Da haben wir sie noch raus. Das war ja auch eine merkwürdige Sache, dass das genehmigt worden ist. Also, da steht alles irgendwo im Hintergrund, eine Sache, die man nicht kennt. Na, das war ja nicht so merkwürdig, dass es genehmigt worden ist. Es war ja, ihr habt ja bezahlt. Oh, ja, ja, ja. Also du musst doch auch Angst gehabt haben, dass ihr was passiert. Absolut. Oder so, ne? Wir standen auf dem Standpunkt, die muss raus. Ganz egal, wie konkret die Gefahr im Augenblick ist. Das kann ja immer schlimmer werden. Das wurde ja auch immer schlimmer. Ja. Auf jeden Fall in Sicherheit bringen. Zumal man glücklicherweise noch diese Möglichkeiten hatte durch Freunde im Ausland. Und wie ging es denn? Wie habt ihr das geschafft? Ja, sie bekam die Genehmigung auszureisen, nachdem sie irgendwelche Abgaben auch in Devisen geleistet hatte, was erforderlich war. Und dann kommt eben Onkel Ernst Westphal, der war Jurist, Assessor und was man so war. Und zu meiner Zeit existiert er immer nur als Amtsgerichtsrat in Potsdam. In Potsdam, ja. Onkel Ernst war so ein bisschen nationalistisch. Er wäre vielleicht Nazi geworden, wenn und so weiter. Ja, er war so ein bisschen forscht, weißt du. Also eigentlich sehr deutsch. Na, er sagte wohl auch immer, ich bin ein preußischer Beamter und mir kann nichts passieren. Jawohl, das passt ja dazu. So war er, ja. Ach, sonst könnte ihm nichts passieren. Das weiß ich nicht. Ja, das haben wir kaum mit erlebt, diese Zeit seiner Gefährdung, die ja schließlich die Familie dazu brachte, auszuwandern. Und das war ihm schrecklich. Er war so urdeutsch, dass er also davor schauderte, da in irgendeinem unterentwickelten Land den Rest seines Lebens zuzubringen. Er ging auch ziemlich spät raus. Weißt du, mit Onkel Ernst lud uns noch ein,
den Rest, dich auch, nicht oder nicht, in Restaurants in Berlin zu essen, ohne wozu er eigentlich verpflichtet gewesen und wäre, den Stern ja, ja, zu tragen. Und Wolf und ich haben ihn in seinem Ghetto da mal besucht, in seinem, wo er da wohnt hat. Tja, der gute Onkel Ernst, um den es ja hier geht, dem ist es so scheußlich geworden, diese Existenz in Südafrika, wo er so urdeutsch war, dass er sich wahrscheinlich das Leben genommen hat da unten. Nikolai über Herrn Moses Reise nach Potsdam, 1771. Moses erhielt ein Schreiben ungefähr in folgenden Worten. Da der kursächsische Staatsminister, Freiherr von Fritsch, Verlangen trägt, den berühmten Herrn Moses Mendelssohn persönlich kennenzulernen, so habe ich demselben auf Befehl seiner königlichen Majestät hierdurch sollen zu wissen tun, dass er gegen morgen Mittag nach Potsdam kommen möchte. Dankeschön. Der Tag, da Moses diesen Brief erhielt, war ein Freitag und folglich der Tag, an dem er reisen sollte, ein Sonnabend. Der Tag der Ruhe, an welchem den Juden nicht erlaubt ist, über Land zu reisen, am wenigsten im Wagen. Es ward also vom Oberlandesrabbiner eine Versammlung der Gesetzverständigen veranlasst, welche entschied, dass im gegenwärtigen Falle der ausdrückliche Befehl des Landesherrn eine Dispensation von diesem Gesetze erlaube. Sie ersuchten aber zugleich den Reisenden, dass er um des Volkes Willen, welches die Umstände nicht wissen könne, aus dem Tore zu Berlin zu Fuße gehen und vor Potsdam aus dem Wagen steigen und zu Fuße hineingehen möchte. Dies geschah. Moses ward beim Eintritt in Potsdam von der Schildwache mit einem »Wo will der Jude hin?« aufgehalten. Zu gleicher Zeit kam ein ganz junger Offizier heraus, um ihn zu examinieren. Moses gab auf Befragen, was sein Geschäft in Potsdam sei, zur Antwort, er komme auf Befehl des Königs dahin und überreichte dabei den oben gedachten Brief. Der Offizier las ihn bedächtig durch und indem er nochmals auf das Wort berühmt sah, fragte er den Philosophen, worin ist er denn so berühmt, dass er hierher berufen wird? Moses, obgleich sonst sehr ernsthaft, konnte doch bei Vorfällen dieser Art, welche ihm in seinem Leben einige Male begegneten, eine gewisse Laune nicht verleugnen. Er antwortete ganz gelassen, ich spiele aus der Tasche. So lautete der Bescheid, geh er nur in Gottes Namen. Ein Staatsminister will mit Moses über Philosophie diskutieren. So wird er herbestellt. Ich versuche mir vorzustellen, wie dieser Besuch für Moses war und kann es nicht. Es hat geregnet an dem Tag. 4 Tage vorher, und ich weiß nicht, ob Moses das wusste, wurde in der Akademie wieder über seine Mitgliedschaft gesprochen. Die große Mehrheit war dafür, aber hat dann nicht den Mut gefunden, ihn noch einmal vorzuschlagen. Ich habe von meiner Kindheit beständig in ewiger Majestät Staaten gelebt und wünsche mich auf immer in denselben niederlassen zu können. Da ich aber im Auslande geboren bin und das nach dem Reglement erforderliche Vermögen nicht besitze, so erkühne ich mich aller Untertänigst zu bitten, ewiger Majestät wollen allergnädigst geruhen, mir mit meinen Nachkommen dero allergnädigsten Schutz angedeihen zu lassen, in Betracht, dass ich den Abgang an Vermögen durch meine Bemühungen in den Wissenschaften ersetze. Es tut mir weh, dass ich um das Recht der Existenz erst bitten soll, welches das Recht eines jeden Menschen ist, der als ruhiger Bürger lebt. Wenn aber der Staat überwiegende Gründe hat, Leute von meiner Nation nur in gewisser Anzahl aufzunehmen, welches Vorrecht kann ich vor meinen übrigen Mitbrüdern haben,
eine Ausnahme zu verlangen. Ach, meine Brüder, ihr habt das drückende Joch der Intoleranz bisher allzu hart gefühlt und vielleicht eine Art von Genugtuung darin zu finden geglaubt, wenn euch die Macht eingeräumt würde, euren Untergebenen ein gleich hartes Joch aufzudrücken. Die Rache sucht ihren Gegenstand, und wenn sie anderen nichts anhaben kann, so nagt sie ihr eigenes Fleisch. Vielleicht auch ließet ihr euch durch das allgemeine Beispiel verführen. Alle Völker der Erde schienen bisher von dem Wahne betört zu sein, dass sich Religion nur durch eiserne Macht erhalten, Lehren der Seligkeit nur durch unseliges Verfolgen ausbreiten und wahre Begriffe von Gott, der nach unser aller Geständnis die Liebe ist, nur durch die Wirkung des Hasses mitteilen lassen. Ihr ließet euch vielleicht verleiten, eben dasselbe zu glauben, und die Macht zu verfolgen war das euch wichtigste Vorrecht, dass eure Verfolger euch einräumen konnten. Danket dem Gotte eurer Väter, danket dem Gotte, der die Liebe und die Barmherzigkeit selbst ist, dass jener Wahn sich nach und nach zu verlieren scheint. Ich bin Schauspieler und in Berlin zu Hause. Ich bin Türke und habe den deutschen Pass. Ich brauche jetzt nicht mehr alle 6 Monate zur Ausländerpolizei. Aber Ausländer bin ich geblieben. Das sehe ich in den Blicken, auf der Straße, in der U-Bahn, im Bus. Aber ich befürchte, dass es mehr ist als Ablehnung. Ich denke da an Abweisung, Ausweisung, Abschaffung. Ja, und dann kommt Tante Lisbeth, nicht? Ja, Tante Lisbeth, die war unverheiratet ihr Leben lang und betreute ihre Mutter. Ja, es war eine rührende Person, keine großen Ansprüche machte und sehr nett sorgte für ihre Mutter. Und, die kam auch auf tragische Weise ums Leben. Die wurde so zerdrückt durch die Verhältnisse und dadurch, dass man wusste und oft davon las und darüber sprach, dass nun die Nicht-Arier, also die Juden, deportiert würden und auf sonstige Weise verfolgt und vernichtet würden. Es machte sie derartig furchtsam und erschüttert, dass sie nicht mehr leben wollte. Und sich eigentlich nur noch ausdachte, auf welche Weise das zu erreichen sei. Und ein der Familie befreundeter Arzt, ja, glaube ich, ja, besorgte durch deine Vermittlung. Ja. Und Schwester Arzt dann. Und durch eine Krankenschwester, die auch so mehr oder weniger zur Familie nicht verwandt, aber als Zugehöriger zu dem Angestelltenstab bekannt war, die setzte sich zu ihr und gab ihr unter den erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen irgendwelche Pillen, mit denen sie dann einschlief bei uns in der Wohnung. So kam die um.
Ja, und dann kommt meine Mutter als das Jüngste deutlich erkennbar auf dieser Fotografie, denn sie hat noch eine Puppe auf dem Schoß. Ganz links sitzt sie. Ja, ja. Ja, was ist von der zu erzählen? Da, gegen Ende des Krieges, kam da ein Brief an sie gerichtet, aus Grunewald nachgeschickt, wo sie vorher gewohnt hatte. Und da ich schon Verdacht schöpfte, machte ich den auf. Hast du schon vorher erzählt? Doch, doch. Und nee, das machte ich den auf und da stand eben drin, an sie gerichtet, sie hätte sich an dem und dem Tage dort und dort in Berlin-Grunewald zu melden. Und da war für mich klar, dass das der Anfang einer beabsichtigten Deportation sei, weil ihr Mann inzwischen gestorben war. Da schützte sie die arische Eigenschaft ihres Mannes nicht mehr. Und den Brief habe ich einfach vernichtet, weil da der Krieg schon so zu Ende ging, und zwar mit dem Ende des Nazi-Herrschaft, Gott sei Dank, zu Ende zu gehen, frohlockte, dass ich mir glaubte, dass sie gar nicht mehr in Betracht kam. Wann war denn der Brief, 43 oder? Nein, das war viel später. Noch später? Ja, ja, viel später. Das war also, wo wir schon absolut damit rechneten, ja, 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 dass das nichts mehr werden könnte mit dem Nazi-Regime. An Lessing. Liebster Freund, unser Briefwechsel ist lang genug unterbrochen gewesen. Ich muss ihn nunmehr erneuern. Ich würde nimmermehr so lange haben schweigen können, wenn ich nicht eine Reise nach Hamburg getan hätte, die mich in tausend Zerstreuungen verwickelt hat. Ich habe das Theater besucht, ich habe Gelehrte kennengelernt und, was Sie nicht wenig befremden wird, ich habe die Torheit begangen, mich in meinem 30. Jahre zu verlieben. Sie lachen? Immerhin. Wer weiß, was Ihnen noch begegnen kann. Vielleicht ist das 30. Jahr das gefährlichste. Und Sie haben dieses ja noch nicht erreicht. Das Frauenzimmer, das zu heiraten ich willens bin, hat kein Vermögen. Ist weder schön noch gelehrt. Und gleichwohl bin ich verliebter Gag, so sehr von ihr eingenommen, dass ich glaube, glücklich mit ihr leben zu können. Juli 1761. Sie fragen, ob ich die Niederlassungsrechte schon habe? Liebste Frau Mett, das geht hier so leicht nicht. Ich muss warten, bis der König in die Winterquartiere geht und nachher bei dem Kabinett drum anhalten. Sie denken zu edel, als dass Sie sich von einem reichen Berliner einen richtigen Begriff sollten machen können. Wenn ich das Glück habe, Sie hier zu sehen und mit Ihnen zu leben, so Gott will, so werden Sie alle Gesellschaften mit den hiesigen Reichen meiden müssen, weil ihr Charakter sich mit jener Denkungsart gar nicht vertragen will. Zweiter März 1762. Wegen meinen Aufenthaltsgesuch, liebe Frau Mett, kann ich Ihnen nichts Positives melden. Sie sind im Werk und ich habe von allen Oberen die Versicherung erhalten, dass sie mir akkordiert werden sollen. Sie können sich nicht vorstellen, was es hier für Schwierigkeiten hat, wenn zwei Fremde sich hier etablieren wollen. Insbesondere da jetzt an den König, erhöhe seinen Glanz, nicht kann geschickt werden. Wenn Sie uns auf Purim etwas schicken wollen, so mag es in einem Fässchen Oliven, etwas spanischen Pfeffer und für Madame allenfalls etwas spanischen Schokolade bestehen. Geben Sie aber nicht zu viel aus, in einer bloßen Höflichkeit. 26. März. Und nunmehr habe ich Ihnen eine Neuigkeit zu melden. Gestern sind unsere Niederlassungsanträge akkordiert worden. Nunmehr sind Sie ein preußischer Untertan und müssen die preußische Partei ergreifen.
Sie werden also auf gut Preußisch alles glauben, was zu unserem Vorteil ist. Die Russen, die Türken, die Amerikaner stehen uns alle zu Dienst und erwarten nur unseren ersten Wink. Unsere Münz wird noch besser werden als Banco. Die ganze Welt wird Sicherheit in Berlin suchen und unsere Börse wird berühmt sein, von dem Schlossplatz bis an unser Haus. Dieses alles müssen Sie glauben, denn Sie haben Niederlassungsrecht in Berlin. Einige häusliche Zufälle haben mich seither so erschüttert, dass ich zu meiner angenehmsten Beschäftigung, an meine Freunde zu schreiben, nicht einmal Lust hatte. Der Tod hat an meine Hütte gepocht und mir ein Kind geraubt, das nur 11 unschuldige Monate, aber diese Gottlob, munter und unter hoffnungsvollen Versprechungen auf Erden gelebt hat. Mein Freund, die Unschuldige hat die 11 Monate nicht vergebens gelebt. Ihr Geist hat in dieser kurzen Zeit erstaunliche Progresse gemacht. Von einem Tierchen, das weint und schläft, ist sie der Keim eines vernünftigen Geschöpfes geworden. Wie die Spitzen des jungen Grases im Frühling durch den harten Erdboden dringen, so sah man bei ihr die ersten Leidenschaften anbrechen. Sie zeigte Mitleiden, Hass, Liebe, Bewunderung, verstand die Sprache des redenden Menschen und war bemüht, ihre Gedanken anderen zu erkennen zu geben. Ist von allem diesen keine Spur mehr in der ganzen Natur anzutreffen. Das halt mit dem Sand, das ist schwierig. Prima, das prima, besser, prima, das ist schön, das ist wunderbar. Wenn Rasen hier wäre. Gut, das Pulver ist nur, das ist gut mit. Der Stein schon da jetzt anders. Ja, das stimmt. Also er stand erst mit der Mitte. So, und jetzt haben wir ihn gedreht nach Osten. Und diesen, ja, diesen Plattenbelag, der also diese Krabbe symbolisieren soll, haben wir das deshalb auch gedreht. Aber nach der 372 machen wir das. Manchmal geht es schon nach, manchmal nach der 03. Ich hätte nämlich das Telegramm schicken müssen. Verstorben am Mittwoch, den 5. Schwatz. Er wurde am nächsten Tag, Donnerstag, am 6. desselben Monats beerdigt. 5546, und das entspricht dem bürgerlichen Jahr 1786. Möge seine Seele eingebunden sein im Bund des Lebens. Nun, dieses Jahr der Geburt ist heute umstritten. Es ist möglich, dass es tatsächlich schon ein Jahr vorher war. Man entschied sich jedoch, hier der bisherigen Tradition zu folgen
Und auch bin ich sicher, dass Rabbiner Moshe diesen Punkt als für nicht besonders wichtig gehalten hätte. Liebe Freunde, es ist mit tiefer Demut, dass wir hier stehen und über den Mann sprechen, der sicher mehr zu der Verwandlung des deutschen Judentums beigetragen hat, als jeder andere seit seiner Zeit. Sein Denken und sein Wirken machten einen Einschnitt in die Geschichte des deutschen Judentums. Er war, obwohl von Natur gebeugt, ein aufrechter Riese, der seinem Volke lehren wollte, gerade und mit erhobenem Haupte zu gehen und zu leben. Er war ganz einfach Rabbeinu Moshe, Moses, unser Lehrer. Und es gibt keinen höheren Titel. Lo yada ish et kvurato ad hayom hazeh. Und niemand kennt seine Grabstätte bis auf diesen Tag. Wir kennen nicht mehr die Grabstätte von Rabbeinu Moshe. Dieser Stein markiert sie nicht. Er ist nun dem menschlichen Zugriff für immer entzogen. Doch wir sind hier und sein Erbe lebt. Und dieser neue, alte Stein soll Zeugnis dafür sein. Er soll in der Zukunft als Ort der Sammlung, des Gedenkens und des Denkens dienen. Zur Ehre des Mannes, dessen Namen er trägt. Rabbi Moshe Dessau, Moses Mendelssohn. Pesan Ishmas Es Nishmas Ochinu Hayokor Rabbeinu Reb Moshe Bemenachem Mendel Moses Mendelssohn שהולך לעולמו בעבור שאנו משפללים בעד הזכורת נשמתו לא כן לא כן Yastirehu beseser knafav leolamim. Veitzror bitzror hachayim es nishmoso Amen. Und das tut der Weise so gut als der Tor. Haben Sie hier die Psalmen in dieser Absicht gelesen? Mich dünkt, viele Psalmen sind von der Art, dass sie von den aufgeklärtesten Menschen mit wahrer Erbauung gesungen werden müssen. Ich würde Ihnen abermals meine Übersetzung der Psalmen vorschlagen, wenn es nicht zu viel Autorschwachheit verriete.